Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Toneland. Und ja, wir stehen vor dem Rathaus Annex, aus dem wir in der letzten Folge gekommen sind, nachdem wir mit Fina gesprochen haben, über das, was die beiden Engel vorhatten. Und das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist SP ausgeben. Das wird ja auch mal Zeit. Erstmal halt die Rüstung verstärken. Und dann gucken wir mal kurz. Increase Item Drop Rate kostet 24.000. Da müssen wir doch noch ein bisschen drauf sparen. Aber den Item Drop Effekt, den können wir schon mal stärken, also dass Items mehr bringen. Gut. Haben noch ziemlich viel vor uns, was Punkte angeht, aber jetzt geht es erstmal weiter durch die Silent Sands. Denn da sind wir ja noch lange nicht durch. Wow. Und im Treibsand versinken ist keine gute Idee. Aber da drin können wir auch ersticken. Wow. Diese blöden Magier, ja, versinkt mit dem Treibsand und stirbt einfach. Wow. Ziehen die uns viel Leben ab. Sollten wir ein bisschen aufpassen. Ah, komm, ja. Ich tue dich auch noch gerne. Und dann geht's hier oben weiter. Den Ember-Schlüssel benutzen, den wir gerade aus Addix bekommen haben. Oh, und da sind wir schon hier. Okay, hier kommen die bösen Laserviecher. Ja. Und Drachen. Die nervig, nur nervig sind. Kommt. Weil sie hier so weit oben rumfliegen. Hä? So, eine ausgeschaltet. Jetzt kommt so wieder so ein Laser. Aua. Weg mit dir, Heilkraut her. Oh, das hat nicht besonders viel gebracht. Wupp. Hopp. Das wäre eher was für ein Bossfight gewesen, dieses dauernde Rumgehen für Grey. Ein Haufen Heilkräuter. Wow. Stirb einfach. Ich glaube erstmal hier lang. So. Ja, hier geht's gleich hoch. Okay, da wollen wir dann nachher lang. Jetzt erstmal die wieder ausschalten. Oh, Level up, sehr schön. An denen vorbei. Und da gibt es erstmal eine Truhe. Oh, wir haben den Gothic, die Gothic Suit bekommen. Also die neue Rüstung. Und es hat gerade ein bisschen geleckt, aber das macht nichts. Ziehen wir die neue Rüstung an. Und gucken uns erstmal weiter um. Gibt es hier drüben noch einen Gang? Nein, gibt es nicht. Hier drüben gibt es nur Magier, die wir verkloppen können. Die sind wahrscheinlich auch nicht so anfällig gegen Magie. Ach, das ist das hier, Bro. Hier müssen wir erst einmal gucken, dass wir den da unten loswerden. Und nicht in die Stacheln fallen. Und hier den Weg freisprengen, weil hier sind drei von den Kameraden. Die sollten wir am besten mit der Dämonenklaue fertig machen. Eine lange Zeit für Angriffe haben wir leider nicht. So. Das haben wir hier drüben aufgemacht und können da runterfallen. Oh Gott. Die Viecher. Oh ja, yeah. Und der
boostet sich auch hier ganz schön. Aber wir haben ihn trotzdem erledigt. Und das Creeper-Medaillon bekommen. Ja, für den nächsten Boss-Gegner ist schon mal gesorgt. Wow. Ah, hier hilft mich dein Laser nicht. Ah, Drachen. Haha, Dämonenklaue in der Luft. Genatzt. So. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen hier. Wir können dann nach da links gehen. Hopp. Die Drachen und alles ignorieren wir jetzt erst einmal, die Kont. Oh, das ist mies, du. So, lächelt hier. So, jetzt können wir hier hoch. Und diese blöden Insekten ausschalten. So. Und höher hinaus. Ach ja. Ja, das geht viel einfacher als Toll, als wir als Unica irgendwie diese Insekten loszuwerden. Nur so werden wir sie nicht los. Aber so. Das war jetzt ein bisschen ungewollt, aber... Ja. Ja, ist gut. Weg mit dir. So. Jetzt geht's hier runter. Wow, das war alles Skill. Nein, eigentlich nicht. Das war mehr Luck. Und jetzt muss ich kurz überlegen, in welche Richtung wir zuerst müssen. Hier ist schon mal eine Truhe. Was ist in der Truhe drin? Ein Emerald, also ein Saphir. Und der hat unseren Godspeed verbessert. Aua. So, weg mit dir. Ich glaube, als nächstes müssen wir erst einmal... Ganz vorsichtig. Ich will nicht runterfallen. Nein, will ich nicht. Ah, ja. Hier entlang. So. Und hier runter. Wow. Das war ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber es hat geklappt. Wow. Au. Wenigstens hast du genug Heilkräuter fallen gelassen. Okay, drei von eurer Sorte. Und rutschiger Treibsand. Wenigstens ob hier genug Heilkräuter für mich. Das will ich nicht. Und SP. Und wir haben die Drachenklauen gekriegt. Also die Erddrachenklauen. Mit denen dürften wir ja jetzt... Müssen wir erstmal anlegen. Ja, jetzt sind wir in der Lage, auf den Treibsand zu laufen. So, erstmal wieder dich weg. Und deinen Bruder... Auch gleich. Gut. Da oben geht's weiter. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erst einmal... Hopp, hopp. Wir haben, glaube ich... Nein, die Ruderfrucht haben wir schon aufgebraucht. Ich will jetzt erstmal hier hoch wieder. Und wir haben noch den anderen Weg. Ja, dich Drache. Dich ignoriere ich jetzt einfach mal. Denn du stehst mir da zu weit weg. Hier runter bin ich nämlich noch. Euch beide kann ich auch mal ignorieren. Und hier haben wir Cleria-Erz. Oh, sehr schön.
Jetzt haben wir Clown Stufe 5. Mit dem wir viel mehr Schaden machen. Aua, das schützt uns aber trotzdem nicht vor diesen blöden Säulen. Dafür sind wir jetzt aber gut gerüstet für den Boss. Ja. So, hier rutsche ich wieder vorsichtig runter und naja, den Rest kann ich rennen. Oh. Ja, er pustert sich wieder auf. Ey. Weg mit dir. Sag dir weg. So. Jetzt können wir auf diesem rutschigen Sand hier hochlaufen. Oh. Haha, hier oben trifft mich euer Laser nicht. Und ich mache mit meiner Dämonenklaue so viel Schaden bei euch, dass ich euch gewonnen hätte. Ja, noch mehr von den blöden Insekten und den riesen Muskelprotzen. Oh, und sogar Blobs. Ja, teilt euch ruhig auf. Dann kriege ich hier vielleicht sogar noch ein Level zusammen, bevor es zum Boss geht. Ja, sehr schön. So, die SP einsammeln. Die Fliege weg. Und der Block da drüben noch weg. Sehr gut. Ja. Ein einziger roter Haut drauf. Das könnte trotzdem interessant werden. Okay, er pustet sich schon mal auf. Macht dadurch einiges mehr an Schaden. Aber das nützt ihm alles nichts. So. Das Zeug hier einsammeln. Kurz die Rüstung verstärken, die wir jetzt gekriegt haben. Yep. Und speichern. So, dann würde ich mal sagen, machen wir die Boss-Tür auf. So, aber bevor wir jetzt zum Boss reingehen, würde ich kurz einen Cut machen, weil ich nicht glaube, dass ich ihn in der kurzen Zeit schaffe. Auch wenn die Folge jetzt etwas kurz ist. Also bis gleich.